Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. David Braun ist mein Name. Spreche ich mit dem Herrn Ralf Sieg? Ja, das ist richtig. Mit wem spreche ich bitte? David Braun ist mein Name. Ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen, Herr Braun? Herr Sieghardt, ich melde mich von Burda, Versicherungsvermittler der ERGO Direkt. Sie Ja. wollten sich ja vor einiger Zeit unverbindlich informieren, wie man sich absichern kann, wenn es um Zahnersatz oder Zahnerhalt geht. Da ja die Krankenkassen immer weniger Leistungen übernehmen, leider Gottes, ne? Das ist in der Tat richtig. Da wird man immer mehr im Stich gelassen. Genau. Und ERGO Direkt ist Testsieger, hat Top-Tarife ohne Wartezeit. Und wenn Sie mir verraten, wie jung Sie sind, kann ich Ihnen gerne mal unverbindlich einen passenden Tarif vorstellen. Da dürfen Sie gern einmal schauen. Ich bin Baujahr 66. Baujahr 66. Das ist dann. Welches Jahr haben wir? 66. Wir haben das Jahr 2017, seit genau 5 Monaten und 3 Tagen. Also 51. So, und sind Sie auch gesetzlich versichert? Selbstverständlich, das ist ja Pflicht in diesem Land. Ganz genau. Haben Sie Zahnersatz oder sind das noch die eigenen Zähne? Das ist eine Mischung aus beidem, eine sehr durchwachsene Mischung. Legen Sie auch Wert auf Zahnimplantate oder reicht Ihnen die Regelversorgung für Kronenbrücken und Prothesen? Also, ich würde mich im Prinzip schon sehr für Implantate interessieren. Das Problem bei dieser Sache nur ist, dass es für den Normalsterblichen völlig unbezahlbar ist, wie Sie sicher wissen. Ja, ich gehe also so um die 2000 Euro kostet ein Implantat, ne? Das ist richtig. Und bei der Summe, die ich benötigen würde, bräuchte ich einen Taschenrechner, um herauszufinden, was mich das schlussendlich kosten würde. Da würde ich sagen, dass ich auch richtig bei Ihnen bin, weil ERGO Direkt hat einen Top-Tarif für das, nennt sich Zahnersatz. Und da bekommen Sie 75% Erstattung von der Gesamtzahnarztrechnung bei Kronen, Brücken, Prothesen und Implantate. Und das bekommen Sie für nur 23,90 im Monat. Natürlich können Sie diesen Zahnersatzbasis auch erweitern auf Zahnersatz Premium. Da bekommen Sie 90% Erstattung von der Gesamtzahnarzt. 90%. Jawohl, bei Kronen, Brücken, Prothesen und Implantaten. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Implantat machen und haben Zahnersatz Premium, das Implantat kostet ja 2000 Euro, Das von ist ERGO Direkt richtig. bekommen Sie 1800 Euro und Ihr eigener Beiteil wären nur noch 200 Euro. Für Ja. 32 Euro im Monat ist das, ne? Das ist in der Tat eine Überlegung wert. Und das kommt wie zustande, weil wenn ich diese Versicherung jetzt abschließe und mir meine ganze Visage erneuern lasse, dann gehen Sie ja pleite. Nee, pleite gehen wir nicht, glauben Sie mir. Aber das ist doch nicht mit 32 Euro im Monat refinanzierbar, wenn Sie Kosten von 36.000 Euro übernehmen. Ich erkläre Ihnen das mal kurz mal, wie das Ganze geht, Herr Ich bitte Sieghardt. Sie darum. Was ERGO Direkt auszeichnet, da haben Sie also keine Wartezeit. Ab dem ersten Tag sind Sie schon versichert. ERGO Direkt stellt Ihnen auch keine Gesundheitsfragen. Sie genießen weltweiten Versicherungsschutz. Da haben Sie auch keine Vertragslaufzeit. Zu jedem Monatsende ist das kündbar. Und ERGO Direkt garantiert Ihnen auch Erstattung innerhalb von 10 Werktagen auf Ihrem Konto das Geld zu haben. Herr Sieghardt, hätten Sie mehr Interesse an dem Zahnersatzbasis oder dem Zahnersatz Premium? Sie haben ja meine Frage sehr elegant umschifft. Da hätte ich doch sehr gerne eine Antwort darauf, bevor ich mein Interesse an Ihrem Ich Angebot einen Stellenwert beimessen kann. wollte gerade dazu kommen, Herr Sieghardt, deswegen frage ich ja auch nach, damit ich Ihnen das Ganze nochmal erklären kann. Ja, wie war der Lieber die neun. Preis, wie war der Preisunterschied zwischen Ihren verfügbaren Tarifen für mich? Der von 75% Erstattung von der Gesamtzahnarztrechnung ist 23,90 im Monat und der von 90% ist 32 im Monat. Und das bedeutet, ich könnte mir quasi morgen die Zähne ausschlagen und Sie würden das alles ersetzen. Also es geht so, in den bei Unfall, Sie fallen vom Fahrrad oder so, hätten Sie volle Tarifleistungen. Und zum Beispiel bei dem Zahnersatz Premium gibt es eine Staffelung in den ersten 4 Jahren. Hier bekommen Sie schon pro Tarif und Versicherungsjahr zweimal 250 Euro. Das heißt, in dem ersten Jahr haben Sie 500 Euro zur Verfügung. Was Sie jetzt nicht verbrauchen, nehmen Sie in das folgende Jahr mit.
dann haben Sie 1.000 Euro, im dritten Jahr sind es 1.500 und im vierten Jahr sind es 2.000. Ab dem fünften Jahr haben Sie volle Tarifleistungen, also den 90%. Außer, wie gesagt, Sie haben einen Unfall, ja. Sie schlagen sich die Zähne aus, dann fällt sofort die Staffelung ab und Sie haben gleich volle Tarifleistungen bei ErgoDirect. Ja, und was wäre dem Fall gemäß, dass es sich bei diesem Verlust um eine Gewalttat handelt oder dass mir mein Gebiss herunterfällt? Würde dann ein Ersatz in Frage kommen? Ist das ein Unfall bei Gewalt? Das ist ja die Frage, wie Ihre Firma das handhabt. Ja, das, da hätten Sie dann volle Tarifleistungen. Das heißt, das ist dem Fall gemäß, dass ich Opfer eines Verbrechens werde, würde ich diesen Ersatz bekommen. Das würde wie ein Unfall gewertet werden. Ganz genau, Herr Siegert. Und müsste ich dann in Vorleistung treten oder würde Ihre Firma das überweisen? Keine Vorauskasse, nichts. Das ist sehr interessant. Also es klingt schon interessant für Sie, ne? Selbstverständlich. Für wen auf der Welt würde die Möglichkeit, massiv Geld einzusparen, nicht interessant klingen? Da werden bestimmt nicht viele Menschen sagen, ich habe genug Geld, das können Sie behalten. Ja, da haben Sie auch recht. Herr Siegert, vom Ablauf her wäre es so, von mir bekommen Sie meinen Namen, meine Telefonnummer. Sie haben also immer einen persönlichen Ansprechpartner und können mich jederzeit auch persönlich erreichen, wenn Sie noch Fragen haben. Ist das rund um die Uhr möglich? Weil meistens habe ich die besten Ideen mitten in der Nacht. Rund um die Uhr nicht. Ich kann ja auch nicht 24/7 arbeiten. Das ist ja schrecklich. Aber das gehört doch zum guten Kundenservice dazu. Von Montag bis Freitag bin ich gerne für Sie da, Herr Siegert. Und was mache ich, wenn ich am Samstag ein Problem habe? Dann müssen Sie das mal aufschreiben und am Montag mich mal anrufen. Als könnte ich mir Sachen nicht zwei Tage merken. Ich habe ganz auf mich allein gestellt, ganz Europa eingenommen. Ja, deswegen sage ich ja, am besten dann am Samstag oder Sonntag aufschreiben, damit Sie das am Montag auch nicht vergessen, was Sie fragen wollten. Das ist eine sehr gute Information. Das werde ich mir sofort notieren, damit ich das nicht vergesse. Ja, super. Und Herr Siegert, ich mache für Sie die Originalvertragsunterlagen und die Police fertig. In 5 bis 8 Werktagen haben Sie alles schwarz auf weiß zu Hause und haben dann noch genügend Zeit, sich alles in aller Ruhe durchzulesen und auch festzustellen, dass alles so seine Richtigkeit hat. Der früheste Eintrittstermin ist der 1.6. oder der 1.7. Was passt Ihnen besser? Am besten würde es mir passen, wenn Sie mir zu dieser Sache ein verbindliches Angebot zukommen lassen würden, weil ich natürlich erst die Legitimität Ihrer Offerte prüfen muss. Jawohl. Wollen wir den Vertrag dann zusammen fertig machen? Nein, ich habe gerade gesagt, ich möchte ein verbindliches Angebot haben. Der Unterschied zwischen Angebot und Vertrag ist Ihnen als Kaufmann ja sicherlich geläufig. Ja schon, aber verbindliches haben Sie ja gesagt, ne? Ja, ein Angebot, auf das ich eingehen kann. Sie schicken mir ein Angebot, also kein freibleibendes Angebot, sondern ein verbindliches Angebot. Und dann kann ich anrufen und sagen, ich habe Angebotsnummer 367. Ich möchte das bitte haben. Gut, machen wir schicken das. Ja, haben Sie denn eine E-Postadresse vorliegen? Nein, habe ich nicht. Dann dürfen Sie das bitte notieren. Ja. Siegert, wie mein Nachname. Ja. Hamburg, in einem Wort. Siegert, Hamburg. Ja. @gmail.com. @gmail.com. Das Problem an dieser Sache ist, es gibt kein gmail.de. Da kann man nur die Com-Adresse registrieren. Ja. Haben Sie eine Lösung für dieses Problem? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch gmail.com. Können Sie mir auch Ihre Adresse geben, dass ich Ihnen antworten kann? Ja, natürlich. David. Ich schicke Ihnen eine Mail und da werden Sie auch meine E-Mail-Adresse haben. Der Vorname ist David. Jawohl, David Braun. Sehr gut. Kennen Sie zufällig eine Eva Braun? Nein, die kenne ich nicht. Ist Ihnen nicht bekannt, das hätte ja sein können. Sie kommen nicht zufällig aus dem schönen München. Nein, ich bin aus Offenburg. Das ist ja doch etwas weiter weg, weil meine Bekannte, die lebt in München, das hätte ja sein können, dass sie da familiäre Bindung haben. Dann hätte ich ja vielleicht noch einen besseren Preis bekommen können.
Also der Preis, ehrlich gesagt, geht nicht niedriger, wie Ergo Direkt der Name schon sagte. Wir sind ein Direktversicherer und niedriger geht es ehrlich Aber nicht. Sie rufen doch selber jetzt nicht von Ergo Direkt an. Sie sind doch eine Vermittlungsagentur. Ganz genau, ich melde mich vom Burda. Dann Burda ist das Verlag. Aber keine Direktversicherung mehr, wenn das über mehrere Mittelsmänner läuft. Dadurch wird das ja wesentlich teurer, weil die müssen Nein, Sie ja auch bezahlen. Es wird nicht teurer, wir arbeiten schon längere Zeit in Kooperation mit der Ergo Direkt zusammen, sodass wir sofort diese Tarife auch von Ergo Direkt bekommen. Da ich jetzt ja selber auch Geschäftsmann bin, wird es mich natürlich sehr interessieren, wie viel Provision die Ergo Direkt für einen Auftrag bezahlt. Können Sie mir mit dieser Information weiterhelfen? Wegen Datenschutzgründen kann ich das nicht machen. Und ehrlich gesagt, ich persönlich weiß es auch nicht, Herr Siegert. Ich bin ja nur ein Arbeiter und ich tätige nur die Rückrufe und mache also Beratungen. Ne? Sie beraten die Rückrufe, das ist sehr gut. Es hätte ja sein können, dass ich in der höheren Management-Ebene gelandet bin und dass man mir das entsprechend beantworten kann. Nee, also ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Dann werden Sie mir diese Geschichte auf meine E-Postadresse schicken. Jawohl, Herr Siegert. Wann kann ich denn mit dem Eingang Ihrer Notiz rechnen? Morgen spätestens. Morgen. Aber Jawohl. Das müsste bitte, wenn das zeitlich möglich ist, weil ich bin zeitlich sehr eng eingeplant, das müsste morgen vor 5.45 Uhr passieren. Ist das machbar? Natürlich ist das machbar. Dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen. Nicht zu danken. Haben Sie noch einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören.